Ja, hallo und willkommen zurück zu Alan Wake American Nightmare. Ja. Ja, Leute, mir ist ein was aufgefallen und zwar die Seiten, die wir so sammeln. Ich hatte es ja schon mal angespielt, da war die Aufnahme ein bisschen komisch und deswegen habe ich es nochmal angefangen. Die Seiten scheinen, auch wenn man ein neues Spiel beginnt, irgendwie doch gefunden zu sein. Also, okay. Das Lokal erforschen. Das Lokal erforschen. Und ja, wie immer nehme ich hier die Munition mit, weil die ist ja immer da. Ob ich die wirklich brauche, also, ich glaube nicht. Also ist schon seltsam. About to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the most. Hey, any of you guys remember Old Komm, hier Gods komm of ich rein. Asgard? Man, I actually saw Ui. them twice back in the 70s. Ja, ausgerüstet sind wir. Taschenlampe, Gewehr. Nicht wie bei Alan Wake jetzt beim Originalspiel habe ich diesmal aber auch gleich eine andere Waffe genommen. Weil ja normalerweise nehme ich die Pistole, die. Ja. Oh, hier oben. Oben brennt's noch. A poltergeist. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into deadly projectiles. Shit! Poltergeist. Ich glaube, manche Worte sind im Englischen wirklich auch wie im Deutsch, zum Beispiel Kindergarten. Kindergarten Cop. Wo ist wo? Ah, da. Ich verstecke mich hier. Tja, Pech gehabt. Ah, von hinten geht's nicht rein. Okay. Ein Poltergeist. Untersuchen. Ja, Mr. Scratcher, unser böses zweites Ich, das ist der, um den es hier geht. Das müssen wir praktisch besiegen, ja, wahrscheinlich unser zweites böses Ich. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Ah, genau. Was steht hier? Dead Lakes. Was? Dead Lakes? Todesflüsse? Was? Midnight Race? Mitternachtsrennen? Ha? 1966? Seltsam. Oh, hier ist Blut. Was ist hier? 50 Jahre Legenden des Rennens. Okay. Tja. Die Zimmer des Motels erforschen. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half, more collateral damage in the ongoing war, damned by forces beyond her control, as much as by her Wo schieße ich denn wieder hin? Die Güte. Hier läuft doch noch jemand. Es waren doch mindestens drei, die mich hier genervt haben. Emma Sloan.
Oh, Alter. Ach, das sind die, die sich wieder auf dieses Teil. Wieso braucht er so viel? What the? Damn it! Why didn't you listen? Also ich glaube, ja, jetzt ist sie weg. Ich glaube, mit der Knarre komme ich besser zurecht. Also mit der Pistole. Bum bum bum. Na, die nehme ich mal lieber. Und wir nehmen wieder die Muni mit. Die ist ja unendlich vorhanden, das ist eben. Aber wo ist die jetzt hin? Wo ist die Kleine hin? Emma, wo bist du? Wo bist du? Kann ich hier rangehen? Nein. Warum ist hier alles zu? Okay. Ich glaube. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Hallo? Oh. Michael Farabee. Dead. Tortured. Dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Ja. Ein Sanatorium. The observatory, hot on the heels of the Herald of Darkness, the champion of light forges on to see the stars. An observatory, a place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Tja, mal sehen, was, ob wir da Antworten finden in der Sternwarte. Ich komme von hier, vielleicht finde ich noch was. Obwohl, eigentlich Quatsch, wenn ich jetzt zurückgehe, oder? Nein, er geht nicht ganz zurück. Okay, hab verstanden. Das Böse, das Dunkle meldet sich schon wieder. Also auf zur Sternwarte, was steht hier alles? Mount Redruth National Observatory. Night Springs University. Ah. Okay. Schlüssel haben wir ja. Geht's hier rein? Ja, es geht rein. Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life! You know, I didn't realize how much I'd missed that. What about you, Thor? Na, toll. Das Dunkel kommt wieder. Ich dachte schon, die Vögel kommen jetzt. Das sind die Old Gods of Asgard, oder wie sie sich genannt haben, glaube ich. Entschuldigung. Die sich hier melden übers Radio. Ah, keine Seite, nein. Ah, Moment hier. Ah, Fragezeichen. Ich habe doch jetzt gerade was gesehen. Nein, nimm mit. Okay, wir haben hier eine Seite. Erfolg. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well.
Ja, Alan Wake war erfolgreich mit seinen Büchern, konnte damit allerdings nicht umgehen. Ich muss, glaube ich, muss öfters mal auf das Dings schauen, auf mein Radar, damit ich sehe, ob irgendwo Seiten sind, die ich noch nicht habe. Okay. Also, ich gehe mal hier lang. Wie laufen? Das ist immer die Frage, wie läuft man am besten, ne? Da oder da? Naja. Ja. Mit mir nicht. Leute. Ah, ein Fragezeichen. Das bedeutet, wir haben wieder irgendwo eine Seite. Also es hat zumindest was aufgeblinkt. Ah, hier ist die Seite. Ja, wieder nichts vergessen. Ja. 53 Seiten muss ich finden. Ah, okay. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Ja, Taschenlampe und Pistole ist natürlich klar. Das Werkzeug schlechthin für Alan Wake. Ah, hier war doch was. Ich hab doch was gehört. So, wo muss ich jetzt überhaupt lang? Hier hoch? Oder den Weg weiter. Ich glaube, ich muss hier lang gehen. Sternwarte betreten. Kontrollpunkt erreicht. Also bin ich hier eigentlich richtig. Ja. Ah, ja, ich habe doch wieder was gesehen. Das Fragezeichen, das fällt mir doch gleich wieder auf. Aber man sollte die Augen schon immer auf dem Radar haben. Ansonsten. Ah! Hallo Seite, komm her, meine Gute. Ah, jetzt kommt erst der zweite Druck. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck. She's not the type to give up. Ja. Aber ich muss feststellen, es fehlt natürlich wieder einiges an Seiten. Ah, mir geht einer ab, ja. Entschuldigung, so natürlich nicht. Aber ich mag's einfach. Ich bin Sammelgeil, Seitengeil, ihr wisst das ja. Was jetzt? Oh nein, das ist ja die Spinnen. Ah, okay, da kommen ja auch noch welche. The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect, a part of the dark place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Huh? Okay. Also immer drauf achten auf mein Radar. Oh. Ich bin gerade aufgestoßen. Ah, was haben wir denn hier?
wechseln oder nicht? Nein. Wie viel Schuss? 8. Nein, ich wechsle gar nichts. Moment, was brauche ich am ehesten? Ich glaube, die Leuchtfackeln, die sind am besten. Nein, ich will meine Knarre. Ah, ich hasse diese Töne. Hello, I'm Dr. Rachel Meadows and... Wait a moment, it's you. I can't believe you dare show your face around here again. Laber nicht rum, lass mich rein. Ah, toll, ey. Jetzt werden wir auch noch schneller. Na. Nicht auf den. So, mach die Tür auf. Go away. Ah ja. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Mann, ey. Ja, genau. Was muss ich noch beweisen, dass du mich hier reinlässt? Moment, ich habe da was mit Munition gesehen. Nein, hier ist nichts. Ah, ich glaube, dass... Hey, buddy. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could... Na, was jetzt? These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... Kommt er also irgendwie mal auf den Punkt, oder? Irgendwie nicht, oder? Ja, mich würde das schon mal interessieren, was hier los ist, was mit dem Typ, also mit meinem zweiten bösen Ich eigentlich los ist. Bringt natürlich auch, macht natürlich auch keinen so direkten Sinn, dass Alan Wake sich so erklärt. Never mind. Ja, ach egal, genau, ist so eine kleine Nebengeschichte halt. Schon gesagt, haben wir vorwiegend DLC, also nichts anderes ist es ja auch gewesen. Na, was wird denn nun hier? Ich will meine Zuschauer nicht langweilen. Okay, er bringt jemand um. Ich gehe jetzt wieder hoch. Das wollt ihr bestimmt nicht wissen. Na, Fernsehen scheint ausgegangen zu sein. Okay. Just a moment, I'll send the lift down to you. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Nee, gab's wieder Munition, habe ich jetzt vergessen. Hier lang? Nein, da geht's nicht lang. Okay. Doctor, the man who looked like me. What did he want here? There's a strange astronomical event happening right now.
Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal? That's what I'm here for. Well, so was he. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive, almost as if it wasn't properly there. I don't know how to describe it. So, what was the signal like? I wish I knew. He appeared before I had a good fix on it. He was very pleasant when I was working, but when I isolated the signal, he suddenly forced me out of the control booth. He said it was none of my business. He seemed to change. Somehow, he was very smooth and charming before that, but suddenly he became... I'm sorry. I'm not sure I want to talk about it. I have to ask, do you always wear that to work? I was at a party for a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant, Michael was the first to spot this event. I don't know where he is now, actually. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon. But I've never seen anything like it. Did he hurt you? No. He didn't quite threaten me exactly. But those shadowy things started to crawl into view. And whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse. Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard not to be. Okay, jetzt weiß ich auch, warum die so verstört ist, weil ich hier jetzt aufgetaucht bin. Sie hat gedacht, dass ich dieser Mr. Scratch bin, weil es ist ja mein Doppelgänger. So, was muss ich jetzt machen? Das Bildverarbeitungssystem holen. Wie kann ich denn ein Bild okay. Blöd. Frage. Moment, ja. Okay. Noch irgendwas? Ein Fragezeichen. Oder was? Good luck. And try to be careful. It's a very expensive part and we don't have a replacement. Ah ja, schon gut. Oh dear, that sounded more callous than I intended. Be safe. Ich versuch's. War da nicht irgendwo, wo ist denn da der Kasten, oder war da drin? Der Munitionskasten. Ah, hier glänzt was. Okay, alles was glänzt wird eingesteckt, ihr wisst. Okay. Ja, Spinnen, er hat von Spinnen gesprochen, die kommen auch noch vor. Wenn es nicht jetzt gerade dann mal passieren soll. Tun. Wo muss ich lang? Muss ich wirklich hier lang? Ich weiß, da steht das Symbol, steht. Och Mann, ey. Ah, noch. Hey, Schluss! Das mit dem Nachladen, das funktioniert viel besser auch wie im Hauptspiel irgendwie. Oder kommt mir nur so vor. Warum laufe ich eigentlich entgegengesetzt? Oh, ich sehe wieder ein. Aua, ein.
Fragezeichen. Ein Auerzeichen, oh Gottes Willen. Das bedeutet, wir haben hier eine Seite liegen. Ja, das muss sein. Ah, eine fehlende Seite, also passt das doch alles zusammen. Die Entstehung von Mr. Scratch, okay. I've seen the enemy, and it's me. I faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. Scratch. He's every mean-spirited tabloid story about me, an evil caricature, a creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths, and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh, a serial killer. My dark half, brought to life by the power of Cauldron Lake. Okay, wenn ich so verstehe, ist das durch den Cauldron Lake entstanden sein. Seine böse Hälfte. Oh Mann, ey, muss das jetzt sein? Mann, lass mich doch in Ruhe. Ja, entgegengesetzt. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwo herumkomme dann. Oder ich war im Moment, ich laufe mal wieder nach oben. Kontrollpunkt erreicht. Kontrollpunkt erreicht, das ist gut. Ja, ich würde sagen, den Part beende ich erstmal hier. Denn, ja, die Zeit ist ran. Ich will nicht so lange in die Länge ziehen. Auf jeden Fall hat es mir wieder Spaß gemacht und vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ich bin dann erstmal raus. Ciao.